Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ja, jetzt ist ein ganz ungewöhnliches Bild, aber dieser Spruch, den habe ich extra hergelegt, weil er mit dem, was ich zu sagen habe, ja, weil das eigentlich ziemlich gut passt. Und dieses Video soll jetzt nicht nur eine Stellungnahme sein, sondern auch eine gewisse Grenze aufsetzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass ihr mit Sicherheit, oder einige haben es ja schon mitbekommen auf Facebook, ich habe Facebook-Nachrichten bekommen, E-Mails bekommen, warum jetzt meine Facebook-Fanseite deaktiviert ist. Die habe ich jetzt vorerst gesperrt, weil ich jetzt hier einige Entscheidungen zu treffen habe. Und eine Entscheidung darunter ist auch, wie geht's mit meinem YouTube-Kanal weiter? Und muss ich jetzt dieses Video eben machen, um jetzt hier wirklich auch, weil ich das auch meinen Abonnenten schuldig bin, hier etwas dazu zu sagen, um jetzt hier nicht gleich irgendwelche Spekulationen da hervorzurufen. Vor 4 Jahren habe ich hier mit meinem YouTube-Kanal begonnen und damals habe ich mir gedacht, ja, das wäre so meins, das will ich gerne machen und einfach aus Spaß an der Freude. Und dann habe ich mich eben auch dazu entschlossen, ins kalte Wasser zu springen und einfach selbstständig zu werden. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich das, was ich mir vornehme, durchziehe. Egal was kommt, ich ziehe es durch und so auch diese Angelegenheit, also mein Job. Und damals hat man mir gesagt, also wie ich noch so 50, 80 Abonnenten gehabt habe, hat man zu mir gesagt, Anja, wenn du jetzt dann irgendwann eine gewisse Reichweite hast, wird es nicht mehr einfach werden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wer soll mich, die Anja aus der Steiermark, die kein Mensch kennt, wer soll mich abonnieren? Wenn ich 100 Abonnenten habe, bin ich froh. Mehr brauche ich ja eigentlich auch gar nicht. Und dann waren die 100 Abonnenten da und dann, das war für mich ein Highlight. 100 Leute haben mich abonniert, das war ein Highlight. 4 Jahre später, wenn man sich jetzt die Abonnentenanzahl ansieht, kann man schon sagen, würde nicht sein, wenn nicht die Leute, die mich abonniert haben, damit in Resonanz gehen, was ich mache. Weil wenn man etwas nicht aus Freude, aus Überzeugung macht, kann man ja auch nicht erfolgreich sein. Ich hätte diese ehrlichen Abonnenten nicht, wenn ich nicht auf dem richtigen Weg wäre. Dann wäre das ja alles eigentlich gar nicht so. Und alle, die mich schon länger verfolgen, wissen einiges über meine Geschichte, über meine Vergangenheit, was ich so erlebt habe. Und es ist einfach so, was ich euch halt einfach so erzähle, ohne Namen zu nennen, aber genau die, die sich angesprochen fühlen, weil sie wissen, dass ich eigentlich mit dem, was ich sage, recht habe, glauben mir jetzt, an die Karre pissen zu müssen. Und weil ich eigentlich nur die Wahrheit sage. Ich sage ja eigentlich nur die Wahrheit und ich erzähle einfach ein bisschen was über mein Leben, um einfach auch Leute, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, hier ein bisschen sich von mir annehmen und damit das Ganze halt ein bisschen leichter ist. Ich weiß nicht, wo hier das Problem ist, aber natürlich, wenn man mit der Wahrheit, mit der absoluten Wahrheit konfrontiert wird, können natürlich viele nicht damit umgehen. Das Ding an der Geschichte ist halt einfach, dass das einzig und alleine eine Sache ist, die eigentlich nicht sein muss. Wenn es Konkurrenzkampf wäre, könnte ich mir das ja noch einreden, aber hier eine Sache so aufzubäumen, die eigentlich, wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist und ehrlich zu seinen Fehlern steht und sagt, das
ist so gewesen. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht, ja. Vielleicht hätte ich gewisse Dinge einfach in der Vergangenheit nicht machen sollen, ja. Aber ich habe sie gemacht und ich habe daraus gelernt. Und warum? Weil ich ein Mensch bin, der aus Fehlern lernen möchte. Aber natürlich gibt es halt Menschen, die einfach so beratungsresistent sind, die einfach aus ihren Fehlern nicht lernen wollen. Und natürlich dann, wenn man mit der absoluten Wahrheit konfrontiert wird, damit nicht umgehen kann. Und es geht hier um ein paar Videos, die ich gemacht habe, um euch einfach zu erzählen, wie es mir so geht, was ich erlebt habe und einfach so aus meinem Leben halt einfach ein bisschen was erzählen, ohne Namen zu nennen, ohne allem. Ja, einfach nur so ein bisschen erzählen. Es gibt genug YouTuber, die halt einfach viel auch über sich privat erzählen. Und natürlich kann man dann einfach mit gewissen Dingen dann einfach auch nicht umgehen. Ja, vor allem, wenn man dann sich selber eingestehen muss, dass gewisse Dinge einfach falsch gelaufen sind. Und dass man einfach vor gewissen Dingen auch einfach nicht mehr davonlaufen kann. Sie sind passiert. Und natürlich ist es schlimm, wenn man das immer wieder und immer wieder vor Augen geführt bekommt. Ja? Aber dennoch macht es die Sache nicht ungeschehen. Man macht Fehler, jeder macht Fehler, ich genauso. Was ich in der Vergangenheit, also jetzt nicht im letzten halben Jahr, sondern auch Jahre davor Fehler gemacht habe, für diese Fehler ich heute dankbar bin, weil ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich damals nicht gewisse Fehler gemacht hätte. Ja? Und Grund dieses Videos ist einfach, dass ich mir gestern kurze Zeit wirklich überlegt habe, und jeder ist irgendwann einmal an dem Punkt, wo man einfach alles hinschmeißen möchte, dass es einem reicht, dass es einem zu viel ist und dass man einfach alles hinschmeißen möchte. Und ich war gestern kurz davor, die Entscheidung zu treffen, meinen YouTube-Kanal zu schließen. Ich habe eine Nacht darüber geschlafen. Endlich mal, nach 8 Wochen durfte ich jetzt endlich mal eine Nacht durchschlafen und bin dementsprechend auch erholt und sehe dementsprechend gewisse Dinge auch nüchterner und habe mir dann überlegt, und jetzt erst recht nicht. Warum sollte ich das, was ich lebe tagtäglich seit Jahren, mir eine Selbstständigkeit aufgebaut habe, aufgeben, weil andere Menschen glauben, mir an die Karre pissen zu müssen, mir ständig zu suggerieren, was mit mir nicht in Ordnung ist, aber keinen Funken Selbstreflexion betreiben. Und ihr merkt, es ist für mich wirklich anstrengend, dieses Video zu machen, weil ich jemand bin, der das sagt, was er sich denkt. Und ich muss natürlich auch aufpassen, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn dieses Video online gegangen ist, diese Stellungnahme online gegangen ist, dass es nicht lang dauern wird und es geht wieder weiter. Und da möchte ich jetzt einfach euch auch, also die meine Abonnenten beruhigen, dass ich nicht aufhören werde. Ich werde auch die Leute beruhigen, die hoffen, dass ich aufhören werde, sind ein paar, das ist eine Minderheit, das langweilt mich eigentlich in diesem Sinne, ja, weil die Zahl, die mich am Boden sehen wollen, zu der Zahl, die mir gerne zuschauen, das ist nichts, das ist gar nichts. Und sollte ich für diese Minderheit das, was ich mir aufgebaut habe, aufgeben, weil ich eigentlich nur aus meinem Leben erzähle, weil ich eigentlich die Wahrheit sag. Und da habe ich mir gedacht, nein. Ich habe mir gedacht, du stehst jetzt zu dir. Du stehst zu dir, aber auch zu deinen Fehlern. Und ich habe Fehler gemacht. Ja? Aber wenn man meine Fehler bedenkt, das sind
Kleinigkeiten. Kleinigkeiten im Gegensatz zu dem, und ich sage auch nicht, was mir passiert ist. Ja? Zu dem, was mir passiert ist, ist das, was meine Fehler sind, wenn man das jetzt gegenüberstellt, gar nichts. Und ich werde auch mir überlegen, weil ja doch einige mich angeschrieben haben, ihnen geht's auch so, sie sind auch so in so einer ähnlichen Situation wie ich und ich konnte ihnen helfen, bin ich am Überlegen, wie ich das am geschicktesten angehen kann, um den Menschen in dieser Situation zu helfen, in einem geschützten Rahmen. Weil ich mir denke, ich kann Menschen in dieser Situation helfen. Ich kann, hauptsächlich sind es Frauen, in dieser Situation helfen. Und das werde ich auch machen. Und ich kann den Menschen helfen, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Das ist keine Sache, die man irgendwo in irgendwelchen psychologischen Büchern liest, sondern das ist die Realität. Und da kann ich wertvolle Tipps geben, um Menschen, die halt Ähnliches erlebt haben, die auch alleine sind, die auch alleinerziehend sind, die auch mit dem Leben hadern, da einfach helfen kann. Und wenn ich für das verurteilt werde, dann muss ich wirklich sagen, sind wir in einer Gesellschaft, die wirklich auch nicht mehr schön ist. Und um eben hier auch wirklich dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, habe ich eben jetzt dieses Video gemacht, ja, um hier wirklich erstens mal eine Stellungnahme zu geben, dass mein YouTube-Kanal bleiben wird, wenn es auch einigen missfällt. Ist mir vollkommen klar, mich müssen ja nicht alle lieben, aber ich bleibe da, ich werde weitermachen und wenn es noch so schwierig ist, wird dieser Kanal bestehen bleiben. Alleine schon für die Menschen, die sich jedes Mal aufs Neue freuen, von mir was zu hören. Und auch ein bisschen für mich, weil es für mich eine Lernaufgabe ist, jetzt endlich mal zu mir zu stehen. Und das möchte ich auch noch in die Welt raustragen für all diejenigen, die auch mit Mobbing, Ärgereien, die niedergemacht werden, um denen auch die Kraft durch dieses Video zu geben, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Ja, und die Geschichte, die man in seinem Leben erlebt, sein ganzes Leben ist eigentlich nur eine Geschichte aus Erfahrungen und aus Fehlern. Und aus Erfahrungen und Fehlern lernt man. Niemand hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und jeder, wie gesagt, macht hier Fehler. Und bereuen, dass ich gewisse Videos gemacht habe, tue ich nicht. Denn ich bin da zu mir gestanden, auch wenn ich diese Videos jetzt vorerst mal auf privat gestellt habe, bis ich weiß, wie es hier in diesem Bereich weitergeht, wie ich euch damit helfen kann, bereue ich nicht. Ja? Und ich bereue kein einziges Video, das ich jemals gemacht habe, weil das bin ich und das ist meine Geschichte. Und dazu stehe ich. Wenn es auch Leute gibt, die nicht zu ihren Fehlern stehen, die glauben, alles verleugnen zu müssen, die glauben, hinter mir die Sinnflut, Kopf in den Sand, Vogelstrauß-Technik, das ist alles nicht passiert und an allem sind natürlich immer nur die anderen schuld. Ja? Das alles ist halt einfach nur passiert, weil die anderen schuld haben. Sehr klar, es haben ja eigentlich immer die anderen schuld und in dem Fall bin es halt ich. Also es ist lächerlich, es ist halt einfach lächerlich und es ist für mich eine Lernaufgabe, jeder Mensch hat Lernaufgaben, jeder. Und meine Lernaufgabe, die habe ich jetzt endlich erkannt, ist es, zu mir zu stehen und zu dem, was ich erlebt habe. Ob das jetzt jemandem passt oder nicht. Ja, ich erzähle hier ja keine Märchen, ich erzähle eigentlich nur die Wahrheit.
Und wie gesagt, Wahrheit tut weh, Wahrheit ist nicht immer schön, vor allem wenn man dann sich seine eigenen Fehler eingestehen muss. Ich habe mir meine Fehler eingestanden und bin, wie gesagt, auch dankbar für diese Fehler, weil ich weiß, okay, in Zukunft mache ich es anders, denn jetzt habe ich schon Ideen, wie es jetzt in dieser, wie es jetzt da weitergeht. Ja, neue Ideen, wie es weitergeht, neue Impulse, was ich machen möchte. Und da bin ich eigentlich dankbar, dass das jetzt alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, denn ich bin durch diese Aktion gewachsen. Ich darf mich jetzt umorientieren, ich schaue jetzt, wie ich etwas verbessern kann, was ich jetzt einfach ändern kann und weitermachen kann. Und dafür, da bin ich jetzt eigentlich diesen Menschen dankbar. Ja, so blöd, wie es auch wirklich klingt und so verzweifelt, wie ich auch gestern war, bin ich jetzt eigentlich dankbar, dass es so gekommen ist, weil ich jetzt wieder mehr über mich hinauswachse, weil ich wieder etwas über mich gelernt habe, nämlich zu mir zu stehen, ja, zu mir und zu meiner Wahrheit zu stehen, die absolute Wahrheit. Und dass man natürlich auch immer wieder die Tatsachen im Munde umgedreht bekommt, dass einem das Wort im Munde umgedreht wird, dass natürlich krampfhaft versucht wird, den Fehler bei anderen zu suchen, ist klar, ist mir vollkommen klar, ja. Aber ich sag halt jetzt einfach, man soll zu sich stehen, zu seinen Fehlern stehen, zu seiner ganzen Lebensgeschichte stehen. Denn diese Lebensgeschichte, das Erlebte aus der Vergangenheit, macht dich zu der Person, die du jetzt bist. Jede noch so kleine Herausforderung, jeder noch so kleine Kampf macht dich im Endeffekt stärker. Es macht dich stärker und dann wirst du den nächsten Sturm überstehen. Und dafür sind solche Aktionen, solche Erlebnisse im Leben gut, um aus sich hinauszuwachsen und um, wie soll ich das erklären, stark zu werden, wie ein Fels in der Brandung im Leben zu stehen und sich, und da kommen wir zu diesem Spruch, von nichts runterziehen zu lassen. Und das ist doch eigentlich, wenn man bedenkt, eine richtig geile Sache, wenn man Lernaufgaben bekommt im Leben, die man meistern muss und sie gemeistert hat. Das ist doch eigentlich ein schönes Gefühl. Und Dinge verdrängen, nicht hinschauen zu wollen, die eigene Nicht-Selbstreflexion zu betreiben, was habe eigentlich ich in dieser Situation falsch gemacht, sich in gewissen Situationen zu entschuldigen für die Fehler, die man gemacht hat, können halt nur Menschen mit einer starken Persönlichkeit. Dass das natürlich, bis man dorthin kommt, ich bin ja auch nicht so auf die Welt gekommen. Für mich war auch, ich habe auch viel gezweifelt, viel erlebt in den letzten Monaten, vor allem in den letzten Monaten, ja. Aber ich habe nie aufgehört, nicht doch wieder weiterzumachen. Ich war kurz, immer wieder kurz davor, wirklich alles aufzugeben, hinzuschmeißen. Aber für was? Für was? Ich bin gesund. Ich habe eine gesunde kleine Familie. Was will ich mehr? Ich habe einen Beruf, von dem ich leben darf. Was will ich mehr? Und ich glaube, da sollten wir uns eigentlich wieder mal besinnen und nicht jedem irgendwie an die Karre pissen zu wollen, jedem irgendwie ausstechen zu wollen, jeden schlecht machen zu wollen, nur um sich selber gut darzustellen. Das braucht kein Mensch. Wenn jeder ein bisschen auf den anderen Rücksicht nimmt und jeder auch ein bisschen Selbstreflexion betreibt und nicht immer wieder versucht, die Fehler beim anderen zu suchen oder nach Fehlern zu suchen. Es wird ja hier offensichtlich bei mir nach Fehlern gesucht, systematisch gesucht, um das Erlebte besser dastehen zu lassen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Und wie gesagt, ist ein bisschen ein längeres Video. Das ist die Stellungnahme für all diejenigen, die wirklich schon Angst gehabt haben, dass mein YouTube-Kanal, dass man keine Beratung mehr bei mir bekommt, dass mein YouTube-Kanal gelöscht wird. Nein,
das wird nicht gelöscht, das bleibt. Und weil ich eigentlich richtig Bock habe, hier weiterzumachen. Weil ich, mein größtes Ziel ist ja 10.000 YouTube-Abonnenten. Das wäre halt so mein großes Ziel. Und ich hoffe, dass ich dieses Ziel erreichen werde. Und dafür werde ich alles machen und natürlich auch weiterhin den Menschen zu helfen, die in ähnlichen Situationen sind. Ihr wisst mit Sicherheit, die mich schon länger verfolgen, wissen, um welches Thema es sich hier handelt. Ja, gibt es ja schon sehr jahrelang dieses Thema bei mir. Und da werde ich schauen, wie ich das am besten handhaben kann, dass ich euch ein bisschen Ansichten, also meine Ansichten näher bringen kann, ohne dass sich Leute dabei angesprochen fühlen oder hier ein Fass aufmachen, für was, was eigentlich, ja, ich verstehe es nicht, aber es ist egal. Auf jeden Fall, das war jetzt meine Stellungnahme zu diesem Thema und ja, was auch immer jetzt danach passieren wird, ich hoffe zumindest, dass ich weiterhin meine Arbeit machen kann und dass endlich die Leute allgemein jetzt aufhören, sich gegenseitig an die Karre zu pissen, sich gegenseitig zu ärgern, sich gegenseitig fertig zu machen, dass das einfach aufhört, das braucht kein Mensch. Mobbing, Streit, Missgunst, Neid, das sind alles Dinge, die kein Mensch braucht. Ja? Das, was man braucht, ist, und vor allem in der jetzigen Zeit, Zusammenhalt und nicht Leute ärgern, gegeneinander auszuspielen, ärgern. Es braucht kein Mensch. Und das ist mein Appell an die Menschheit, wer auch immer das sehen mag, einfach einmal darüber nachdenken und sagen, was machen wir da eigentlich? Ja? Wir machen uns gegenseitig das Leben schwer. Für was? Das kostet Kraft, das kostet Energie, es kostet Tränen. Tränen, die ich mehr als genug geweint habe in den letzten Monaten. Und es geht einigen so. Es geht einigen so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen so geht. Momentan. In der aktuellen Situation. Und das ist einfach auch so mein Appell, einfach das aktuelle Zeitgeschehen, die ganze Krise, die wir jetzt haben, nicht dazu nutzen, sich gegenseitig zusätzlich noch das Leben schwer machen. Ja, man bekommt sowieso von außen. Dann muss man doch nicht zwischenmenschlich das Leben so schwer machen und einfach nur herumbohren und so lange herumbohren, bis man was findet, um den anderen jetzt einmal so richtig eines reinzuwürgen. Braucht kein Mensch. Und das ist jetzt so mein Appell. Und die wirklich wissen, dass sie damit gemeint sind, können sich ja auch ihren Teil denken. Vielleicht denken sie auch ein bisschen nach. Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt meine Stellungnahme. Und aufhören werde ich wegen sowas mit Sicherheit nicht. Es ist mein Leben, es ist meine Geschichte, ich stehe dazu und es sollten eigentlich auch andere dazu stehen. Wie man eigentlich, und sich überlegen, wie man eigentlich mit Menschen umgeht. Das wäre auch nochmal so mein Appell, dass man selber überlegt, wie geht man mit anderen Menschen um, wie möchte ich behandelt werden und sich dementsprechend auch benehmen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn einige Leute hier auf diesem Planeten andere Leute schlecht machen, niedermachen, dass wenn sie in dieser Situation wären, dass ihnen das so viel Spaß macht. Ja, also sollte man einfach mal einen Rollentausch machen und sich vorher überlegen, bevor man andere Leute fertig macht, oder versuchen mal kurze Zeit in die Schuhen dieser Person zu gehen, die man gerade fertig macht, wie sich das anfühlen könnte. Und sich dann überlegen, nee, ist doch nicht so gut,
man soll es lieber lassen. Ja? Man sollte lieber in Frieden miteinander leben und hier wirklich versuchen, friedlich miteinander auszukommen. Und eben diejenigen, die in Situationen sind, die eben gemobbt werden, die, denen das Leben ständig nur schlecht oder schwer gemacht wird, ist dieser Spruch, lass dich von nichts und niemanden runterziehen. Denn im Endeffekt sind solche Menschen, die das notwendig haben, andere so zu behandeln, eigentlich arme Geschöpfe. Das war jetzt das Wort zum Sonntag und ob es heute noch ein Überraschungsorakel gibt, ich weiß es nicht. Ich habe heute noch einige private Dinge zu klären. Und ja, ich hoffe, ich konnte einige damit anregen, auch die gar nicht wissen, um was es geht, die vielleicht in einer ganz anderen Situation sind, ja, die aber im Grunde genommen dasselbe ist, aber halt mit anderen Schauspielern, mit anderen, eine andere Geschichte. Ja. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen und es wird weiterhin Videos geben und es wird auch weiterhin Themenvideos zu bestimmten Themen geben. Nicht aus meinem Privatleben, aber ich erzähle einfach Tipps, weil ich gewisse Dinge auch erlebt habe. Und damit kann ich helfen und damit werde ich auch helfen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich freue mich natürlich auf die nächsten Orakel, freue mich auf die nächsten Videos und auf die nächste Zeit mit euch und bedanke mich bei allen, die mich abonniert haben, die mich verfolgen, die mich unterstützen und natürlich all jenen, die mich herausfordern und die mich eigentlich zu dem starken Menschen machen, der ich eigentlich jetzt durch die letzten 6 Monate geworden bin. Und das ist eigentlich ein riesengroßer Dank wert. Bis bald, eure Anja. Ciao!